Willkommen in meiner Orakelhöhle. Habt ihr Fragen über das Leben oder über die Zukunft? Noch eine Mineralwasserflasche und noch eine Mineralwasserflasche und noch eine Mineralwasserflasche. Die sind alle noch halb voll. Auch einen guten Morgen an euch da draußen. Hallo. Also wir haben jetzt Osterferien. Ich glaube, wir alle haben jetzt Osterferien. Das ist jetzt doch schon noch was anderes als Corona-Ferien, weil wir haben jetzt doch nichts für die Schule zu tun und so. Man kann auch ausschlafen endlich. Was man davor eigentlich auch schon konnte, aber mit der Schule war das blöd. Ja. Aber Arwen, du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Was denn? Also, du kannst dich ja noch an unser uraltes iPad erinnern. Das ja. Da. Das kommt sogar im allerersten Video von mir vor. Yeah. Habe ich eh auch schon mal gepostet auf YouTube. Und ich habe auf dem alte Videos von uns wiedergefunden. Echt? Ja, aber so richtig alte. Da sind Timmy und Denise noch unklein. Oh. Und die haben da mitgemacht. Und die schauen uns halt an, oder? Ja. Das ist so süß. Hier. Da. Kann sich meine Brille aufsetzen. Okay, geht. Hallo Leute, ich bin heute auf geheimer Mission. Ich habe mich nämlich bei den Eyebrows eingeschlichen und bei denen nervt es mich, dass sie immer so viel Müll machen. Und deswegen mache ich mit ihnen eine geheime Challenge. Sie wissen nichts davon und schau, wer mehr Müll macht. Timmy oder Ineas. Los geht's. Ah, da geht's um Müll und die Müllvermeidung, was jetzt immer noch ein großes Thema ist. Meine Schwester Arwen ist meine Detektivassistentin. Okay. Timmy und Ineas bekommen jeder einen Müllsack. Zum Schluss wird sich zeigen, dass die beiden nicht nur irrsinnig viel Müll produzieren, sondern sogar viel Essbares wegschmeißen und verschwenden. Los geht's mit Timmy. Der nascht sehr gerne im Bett und der Müll landet dann vor seinem Bett. Manchmal sogar unter seinem Bett. Das ist noch okay. Ich habe alles noch so ganz lang. Ich sammle jetzt alles auf. Ui, jetzt hätte er mich fast gesehen. Ineas liebt es zu lesen und dabei Äpfel zu essen. Oder sollte ich besser sagen, halbe Äpfel. Keine Chance. Arwen und ich spüren jede Verschwendung auf. Arwen, ist die Luft rein? Ja, er ist weg. Schau, wie ich krabble. Schau mal, was er alles dort am Müll liegen hat. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Schauen wir mal, was da alles so drin ist. Schnupfentuch, Joghurt, Schokolade, Joghurt. Hey, das ist ja meine Lieblingsschokolade und da ist noch was drin. Da haben wir eine Mineralwasserflasche. Meine Stimme. So hoch. Ah, da. Noch eine Mineralwasserflasche und noch eine Mineralwasserflasche und noch eine Mineralwasserflasche. Die sind alle noch halb voll. Dieser Verschwender. So, komm, Arwen, wir schauen jetzt mal, was die noch so machen. Timmy und Ineas sitzen gerade bei der Nachmittagsjause. Auch hier bleibt viel übrig und stehen. Nicht mal das Mittagessen haben sie ganz aufgegessen. Aber wir bleiben den beiden auf der Spur. Wie du so sauer schaust. Ich glaube, wir haben ein Problem. Schauen wir mal, was sie da schon wieder stehen haben lassen. Den Kuchen haben sie stehen gelassen, das Tiramisu, die, ist so lecker. Die Flasche. Der Nias hat sein Essen nicht aufgegessen. Kartoffeln sind so lecker. Den Kuchen oder sowas, das hätten sie zumindest in den Kühlschrank stellen können. Das wird sonst alles schlecht. Wir müssen jetzt die Müllsäcke holen und alles, was wir übrig gelassen haben, wegschmeißen. Timmy und Ineas produzieren viel Müll am Tag und schmeißen Essbares weg.
Kartoffel. Pfui. Am Nachmittag macht sich Timmy oft einen frisch gepressten Orangensaft. Dieser ganz Letsche, den nehme ich nicht. Schaut mal, wie pingelig der ist. Gott, der Timmy war noch so klein. Timmy presst die Orangen nicht besonders gut aus. Schau dir das an. Der hat jetzt einen Orangensaft gepresst, hat ihn aber nur halb getrunken und aus den Orangen, da kommt doch so viel raus. Wirklich, der spinnt. Ich krieg da noch was raus. Die Gatschige kann man auch noch verwenden. Die ist nur falsch gelegen, da muss man das nur abschneiden. Es geht sich noch ein ganzes Glas aus. Und der nächste pingelige Eyebrows. Kann mich alle weghauen. Leute, den könnt ihr weghauen. Schon alles schon vergammelt aus. Jetzt reicht's. Gammelt. Jetzt hole ich die Oma. Timmy und Inia sind in die Küche. Zeit, dass wir mit Oma Ilia den Müll von Timmy und Inia besprechen. Oh Gott, Oma Ilia, was kommt denn da jetzt raus? Na, meine lieben Enkelkinder. Leider zu viel Müll. Ineas, du lässt deine Kartoffeln stehen und den Kuchen isst überhaupt nicht auf. Und der Apfel, da ist noch so viel dran. Ich teile meinen Apfel mit einem Apfelschneider. Da bleibt viel weniger Müll übrig. Was ist denn mit den Wasserflaschen? Da ist ja überall noch was drin. Für den kleinen Durst muss man nicht jedes Mal eine Plastikflasche aufmachen. Man kann auch ruhig mal ein Glas Wasser aus der Wasserleitung trinken. Das schmeckt genauso gut. Timmy, dein Müll ist auch nicht schlecht. Aus deinen halb ausgepressten Orangen habe ich noch ein ganzes Glas Orangensaft auspressen können. Ineas, die Bananen waren nicht schlecht. Die braunen Bananen sind zuckersüß und mit der Milch, die die Jungs übrig gelassen haben, kann man eine leckere Bananenmilch machen. Das ist nur der Müll von ein paar Stunden, das passiert hier aber jeden Tag. Timmy, dein Müll hat fast 1 Kilo gewogen und Ineas daher fast 2 Kilo. Also, es gibt einen eindeutigen Gewinner. Weil ich eine gerechte Oma bin, sage ich, Timmy, du darfst dir eine Strafe für den Ineas aussuchen und du bekommst die Strafe. Jetzt kriegt der Ineas was, was ich bei ihm schon immer mal machen wollte. Oh Gott. Oh nein. Ich hasse es. ein Faschingskostüm. Yeah. Yeah. Oh, das war so cool. Oh Gott. Yeah. Was war das? Aber ich kann auch nicht so ganz die Orangen auspressen, weil ich bin nicht so stark, weil das ist sehr schwer, das immer zu pressen und alles rauszuholen. Die Mama kann das gut, deswegen macht sie das auch. Aber die letzten Bananen, ich habe damals Bananen gemocht, aber heutzutage hasse ich Bananen über alles. Ich weiß nicht wieso. Die Mama gibt sie immer noch in den Smoothie, das ist der einzige Weg, wie sie es schafft, dass ich Bananen esse, aber sonst, ich hasse Bananen wirklich. Mhm. Aber die Oma, ich hatte sogar Falten. Ich und du da hast so und komisch da gesprochen. Und diese so grässliche Mama. Brille hatte ich auch, das ist eine richtige Oma-Brille. Aber Timo und Ines war noch urklein, die Frisur hast du gesehen von denen? Das war echt cool, weil ich habe ihn genau aufgefangen, da hat er so hingeschaut und dann bin ich schnell dort. Nein, aber deine Stimme und deine Lache haben sich auch nicht verändert. Und dann am Schluss, und dann wisst ihr, dass ich den Sack nicht halten konnte. Da. Ach so? Da, du warst so süß früher. Und jetzt schau dich an. Aber schau dir das Gesicht an. Komplett am Ablachen hier. Weil ich nicht tragen konnte. Weißt du, so schwach. Also besonders viel mehr Muskeln hast du ja jetzt auch nicht. Machen wir das nächste Video? Ja. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du Michelle? Komm zu. Hier. Bitte hier. Boah, ganz schön eng hier. Ja, kannst du noch ein bisschen rücken. Jetzt bin ich ganz schön drüben. Okay, Achtung, wir reiten los. Willkommen in meiner Orakelhöhle. Orakelhöhle. Habt ihr Fragen über das Leben oder über die Zukunft? Dann befragt das Orakel.
Ihr habt kein Orakel? Ich bastle heute mit euch eins, weil ich habe eins erfunden. Für das Orakel braucht ihr einen Krug Wasser, buntes Dixo. Dann braucht ihr ein Glas mit einem Würfel drin. In bunten Farben Glitzer. So viel Glitzer, so wunderschön. Und Lust und Laune, etwas zu basteln, braucht man natürlich auch. Aber bitte, was haben wir da angehabt? Übrigens angehabt, Leute, jetzt ist noch die letzte Möglichkeit, was unserem Shop zu bestellen von den Osterdesigns. Ihr kennt die jetzt mittlerweile bestimmt, die sind so süß. Also wenn ihr noch was davon haben wollt, bestellt sie euch jetzt, weil das ist dann eine Limited Edition. Das gibt es dann nie wieder. Los geht's. Als erstes nehmt ihr mal den Würfel raus und gebt das Glitzer da hinein. Wie es euch gefällt. Also ihr könnt die Farben nehmen, die ihr wollt. Arvin, kannst du doch den Einhornstaub reingeben? Ja. Die macht man mit Block auf. Schön. Das war unser letzter Einhornstaub. Ein bisschen habe ich noch. Warte, da kommt nichts mehr. Vielleicht kommt doch von hinten was. Ein bisschen Einhornpups. Als nächstes müsst ihr den Würfel ins Glas geben und dann alles mit frischem Leitungswasser auffüllen. Jetzt noch fest verschließen. Das möchte ich auch machen. Und fest schütteln. Oh, das sieht voll schön aus. Ja. Ihr braucht 6 Antworten. Aber nicht nur Ja und Nein, sondern so etwas wie glaub fest daran oder bemühe dich. Jetzt kleben wir die Antworten da oben drauf. Und die Arvin darf jetzt gleich die erste Testfrage stellen. Wird das Wetter morgen schön? Wird das Wetter morgen schön? Der Würfel sinkt. Welche Zahl ist es? Es ist die Zahl 4. Hier steht, mit etwas Glück. Und jetzt du, Ilja. Okay. Bekomme ich eine Zahnspange? Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Nummer 2. Nummer 2, da steht, auf keinen Fall. Also ich bekomme keine Zahnspange. Das hat sich dann doch geändert. Ilja, dann wird ein anderes Wunder mit deinen Zähnen passieren, damit sie nicht so schief sind. Das ist ein Gorilla. Sind sie wirklich so schief? Naja, egal. Erzählt mir von euren Orakeln, wie es bei euch funktioniert hat. Tschüss. Ciao! Arvin! Was war das für ein Winken? Also okay, Nummer 1, ich glaube, diese Orakels haben wir immer noch. Mhm. Ich glaube, wir haben die sogar immer noch und da stehen noch die ganzen Sachen drin und so. Und das Wasser ist noch immer gleich geblieben. Also es funktioniert, glaube ich, sogar noch. Müssen wir wieder mal ausprobieren. Aber was haben wir da angehabt? Bitte? Wir haben ausgesehen wie es Inder mit so Verschwörungstheoretikern. Und das mit der Zahnspange hat sich dann doch geändert. Ich habe dann doch eine bekommen. Nee. Aber ich habe es eigentlich eh schon vermutet, irgendwie ein bisschen. Aber das wusste man damals noch nicht. Aber wenn man es nicht wusste, dafür hat man ja ein Orakel. Gut. Ja, dann hat das das Orakel nicht so ganz recht gehabt. Ja, das hast du. Was sagst du dazu? Gut. Was gut. Hat es dir gefallen? Ja. Haben wir lustig ausgeschaut? Ja. Ich mag mich nochmal anschauen. Nochmal anschauen? Ja. Okay, dann schauen wir es uns jetzt nochmal an, Leute, und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Bis bald. Viel Spaß beim Nachbasteln.